Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Last of Us 2. So, letzten Part hier, Tanke und so, ne, Bam Bam und Schack Schack und so. Aber ich muss sagen, haben wir jetzt die da hinten mitgenommen, die da noch patrouilliert sind? Das weiß ich gar nicht. Das würde mich mal interessieren, ob wir die jetzt auch mitgenommen haben oder nicht. Naja, jetzt guck, jetzt sprint sie nicht mehr so mega fast. Interessant, interessant. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind an der ganz anderen Seite. Ich weiß also, dass da unten auch noch welche sind. Und wir in Books rein können. Nice. Schauen wir mal. Ich dachte gerade, da steht einer. Aber das ist nur ein Torso von einer Puppe. Tape ist voll. Okay, Medizin können wir uns herstellen. Was mit Tapes kann ich, glaube ich, so gar nichts machen. Nö. Gut, dann bleibt das Tape auch voll. Haben wir hier irgendwas? Nee. Infizierte? Jo, da drin. Da drin ist einer. Zwei. Zwei Infizierte, drei Infizierte, zwei, drei, glaube ich, drei. Lass die Tür auf, Junge. Geht die Tür von alleine zu. Checkt er das? Ich weiß gar nicht. Testen wir mal eben. Ich weiß gar nicht. Nee, ich check gar nicht. Okay, wenn die so gebückt sind, checken die das gar nicht. Das ist schon mal... Da ist einer. Der müsste uns sehen. Gucken, ob er uns auch so gut hier sieht. Vorsicht! Oh. Nein, ich werde im Nahkampf gehen. Ich glaube, das war ein Klicker, oder? Jo, das war ein Klicker, lol. Okay, war es das? Ich glaube. Aber wenn es jetzt hier keine Karte gibt, weiß ich auch nicht. Im Bücherhandel? Alter, was hat er hier? Okay. Da hätte ich auch irgendwie reingekommen. Weiß ich auch, was besser wäre. Ob ich da rein besser wäre? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt... Was ist denn da? Da kann ich hier raus. Da bin ich ja wieder im Laden. Da will ich ja nicht hin. Ich glaube, das war nur die... Da ist die Karte. Oh, geil. Dr. Stem. Alter, da wurde es mal Zeit. Upal Royals Eltern starben an Krebs, als sie noch klein waren. Sie widmeten darauf ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und den Verlust erleben sollte, unter dem sie als Kind gelitten hatten. Heute ist sie als Dr. Stem bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an lebensrettenden und verlängernden Technologien. Außerdem unterstützt sie die Soul City of Champions dabei, Sparks eher schädliche Pläne mit ihren eigenen Technologien zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Verweigerung, Niederlage zu akzeptieren, sind wohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Quelle der Qual. Dr. Stem. Als ob man so einfach Doktor werden kann. So. Jetzt sind wir wieder im Laden. Jo. Gut. Das war wirklich... Das war alles jetzt... Okay, ich bin froh, ja. Es war einfach alles für eine Karte jetzt. Nicht mal Muni oder so. Nur für die... Da, ich... Ah, doch, hier. Wow, was haben wir hier noch? Pass auf. Oh, ein Lappen. Und... Oh, und noch Alkohol oder so. Spirituosen, whatever. Und noch drei Pillen. Apropos Pillen. Wir könnten mal gucken, dass wir mal wieder was, verbessern. Herstellgeschwindigkeit... Schnelle Medikits. Die maximale bla. Wir hatten das doch bis da unten geskillt. Wurde das nicht gespeichert? Wir hatten das doch bis hierhin hatten wir das doch geskillt. Ja, okay, vielleicht hat es nicht gespeichert, weil ich vielleicht kurz davor oder kurz danach dann ausgemacht habe. Das kann sein. Und dann machen wir noch hier die Herstellungsgeschwindigkeit hoch. So, zack. Gut. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nein, ich hoffe, das speichert jetzt. Ja gut, und da wäre die Tür verschlossen gewesen hier? Also müsste sie die hier entriegeln? Nö. Okay, dann keine Ahnung, was besser gewesen wäre. Naja, können wir auf jeden Fall wieder raus. Hat alles jetzt wirklich nur für eine Karte? Krass, krass. Die eine Karte, Mann. Der Dr. Stem. Die Dr. Stem. Will da raus. Okay, also wir wissen, dass wir hier gleich irgendwo Patrouillen haben werden. Also eine Patrouille. Ich glaube nicht, dass die mit da hochgekommen ist. Die war hier, glaube ich, irgendwo um die Ecke da jetzt rechts. Kommt man da irgendwie drauf? Ja. Von hier, ne? Ja. Okay, gehen wir hier lang.
Aber wir, nee, wir sind nicht mehr in Seattle. Also es ist nicht die Karte von... Also wir sind schon in Seattle, aber es ist nicht die Karte, die wir benutzen, glaube ich. Hier waren die... Hier war die Patrouille. Gucken, ob wir sie irgendwie mal wiederfinden. Die Frage ist halt, wie sie patrouillieren, keine Ahnung. Man kann hier so viel erkunden, Mann. Also man, also schon allein das Erkunden würde schon, keine Ahnung, 3 Parts oder so in Anspruch nehmen. Will ich da rein? Ja, will ich schon. Und machen wir auch. Rückwärts. Hui. Dachte ich mir schon, dass hier Infizierte sind. Einer. Shit. Genau, 2. Da ist noch einer. Wird mich jetzt auch entdecken. Oh nein, Gott sei Dank. Oh, guck mal, Dina. Also manchmal ist das drauf, manchmal bist du aber auch echt dumm. Der hätte fast Alarm geschlagen. 2 sehe ich da jetzt noch. Ah, guck mal, da wäre man auch. Man hat sehr viele Wege. Da steht einer. Die dürfte mich aber auch nicht. Also sie dürfte sich nicht für mich interessieren, wenn ich sie näher, weil sie halt in dieser Burghaltung ist. Oh, ich bin so froh, dass die Messer unendlich sind. Das war halt im ersten Teil nicht. Oh, da musste man sich auch die ganze Zeit Messer herstellen. Ansonsten konnte man das gar nicht machen. Und da steht jetzt noch einer. 2? Ne, einer, ne? Nur noch der da. Nur noch die. Und der ist auch in der Burghaltung, also kann ich den auch von vorne nehmen. Das hört sich verkehrt an. Gut. Das sollte, glaube ich, alles sein. Ich höre jetzt nichts und ich habe jetzt auch nichts gesehen. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt hier alles war. Wenn ich jetzt in den Klicker reinränge, bin ich halt selber schuld. Dann bin ich halt selber schuld. Und hier wird es wahrscheinlich wirklich nur Stuff geben. Das Ding ist halt... Oh, Pistol-Muni, die nehme ich auf jeden Fall mit. Medi-Ding. Also es ist so ein Snack, da hat es sich sofort. Pillen nehme ich auch gerne mit. Ich hoffe, dass ich... Also wenn ich jetzt... Na okay, das ist eigentlich auch doof. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nur noch... also wenn ich keinen Stuff mehr benötige, dann scheiße ich drauf. Aber ich würde ja gerne noch ein paar Karten haben. Ja, ich würde sie gerne haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was sie bringen, aber würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Wie, mein Knüppel hat nur einen, dann lass mal tauschen. Kann ich sogar auch eine Klinge dran machen, sehe ich gerade. Jo, machen wir auch. Machen wir auch. Gucken, was wir hier noch haben. Die wollte ich eigentlich gleich aufmachen. Da bin ich voll und Medikitten bäume mich tatsächlich nicht. Da ist eine Karte drin, seht ihr das? Sergeant Frostmann. Wenden. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material initiiert und die Wissenschaftler stellten danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hätte ihn nur in einer Scheintod versetzt und konnte entkommen. Jetzt ist als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Unterstützung der Soul City of Champions und zur Rache von Spark. Ach man, ich wünsche mir echt so ein Sammelalbum für die. Oh, hier gibt es aber Muni, das ist gut. Aber das Ding ist, wenn man Muni kriegt, weiß man, man muss auch Muni wieder ausgeben. Sehr wahrscheinlich. Okay, können wir wieder raus hier. Wir gehen den coolen Weg, wir gehen hier raus. Und wir nehmen die Tür. Sind wir nicht da reingegangen? Ah ne, wir sind von oben. Wo? Da ist die Patrouille. Unglaublich, dass hier bald nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Oh. Wenn ihr jetzt hier reinkommt, packe ich sie. Wird sie denn hier reinkommen? Ah, das Ding ist, die hängen hier beide zusammen. Die guckt erstmal die Wand an. Gute Idee. Ich will Muni sparen. Ansonsten würde ich einfach reinballern.
Das ist der einzige Grund, warum ich hier gerade sneake. Aber die bleiben hier, ne? Ist kackegal, was ich mache. Mal sehen, ob Dina schlau ist. Pack sie. Nicht. Hä? Waren das alle? Ja, ne? Ja, das waren die zwei, die wir gesehen haben. Im Gebäude wo? Ach da! Oh, oh, fuck. Ah, oh. Wow, okay. Wie machen wir das denn? Ach du Scheiße, wie viele! Ist das jetzt nur, weil die über uns Bescheid wissen? Also die wissen, dass welche hier rumgeistern? Ich schätze, ne? Okay, wie kommen wir denn am besten in diesem Gebäude rein? Ich würde sagen, von hier aus. Kommen wir da rein? Ja. Ja, okay. Ich glaube, so kommt man da auch nur so hoch? Nee, oder? Glaube ich nicht. Okay, jetzt ist gerade irgendwie gar kein mehr. War doch da. Ja, die sind draußen gerade eher. Ich würde gerne erstmal hoch. Shit. Ja. Das ist die. Okay, der hat das. Die draußen haben das gar nicht gecheckt, ha? Oder? Ja, weiß ich nicht. Oh, das sind viele, ne? Einer ist hier oben noch, das sehe ich. Oder sogar zwei. Einer, der rennt weg. Okay, die wissen Bescheid. Ja, okay, die haben die Schüsse gehört. Da hinten ist er. Um die Ecke ist der. Also da versteckt er sich. Da hinten, da. Ist das denn der einzige hier oben? Dann renne ich da hin und baller ihn einfach einen rüber. Wie sieht's aus, Leute? Seid ihr bereit? Hallo! Ich hab's nicht! Ist hier drin! Oh. Dann müsste man natürlich noch den Knopf finden, ne? Muni. Ganz schön viel Muni. Dead. Aua, ey. Oh, nice. Könntest du einen Schuss nur noch mit der? Okay, die haben halt diese Billo-Waffen. Autsch. Oh, ich muss mich verbinden. Danke, Dini. Dini, der Genie. Kann ich jetzt das da bitte mal nehmen? Danke. Hat sie beide? Oh ja. Die haben sogar beide, glaube ich. Drei. Wo? Ich habe gedacht, du hast den. Ach, da. Ach, die, ich glaube, die sind alle hochgekommen jetzt, ne? Wo ist der denn? Da ist einer. Moin. Das sah lustig aus. Oh, moin. Was ist das jetzt? Sie geht auf jeden Fall normal. Ich nehme an. Alles ruhig. Alles klar. Ja, ja. Super duper. Ach, es lübt halt nie, wie man es möchte, ne? Man kennt's, Leute, man kennt's. So, können wir das da mitnehmen? Ja, das können wir noch mitnehmen. Okay. Hey, okay, jetzt mal. Ja, ja, gleich. Erstmal muss ich looten. Der ist voller Regen geflogen. Ich meine, er war tot, aber es war lustig. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Es sah aus, als ob er einfach gestolpert ist. Und dann mit dem Gesicht dagegen geknallt wäre. Und daran ist er dann gestorben. War ein Unfall. Ich hab damit gar nichts zu tun. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, da auch nicht. Nope. Nö. Ich weiß nicht, aber man muss sehr nah dran gehen. Das ist echt ein bisschen nervig. Damit sie überhaupt interagiert damit. Können wir sogar noch mal... Nein, okay, nein, nach oben kann man nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein großes Gebäude kurz zum Absuchen. Wie gesagt, bei mir geht es hauptsächlich um Muni und um die Karten natürlich. Die sind wichtig. Aber in erster Linie geht es um Muni. Will ich euch ja... Will euch mal nicht anliegen hier.
Wir müssen mal eben gucken. Von der haben wir inzwischen mehr. Deswegen nehme ich auch die. Wobei man muss sagen... Oh, das geht. Achso, um das zu benutzen. Ah, okay, das ist cool. Man muss das nicht benutzen. Ah, das ist gut. Ja, wobei ich jetzt nicht unbedingt mit der Waffe rumrennen möchte. Da reicht mir die unten. Unten würde ich auch gerne nochmal gucken. Wir sind ja direkt hochgegangen. Vielleicht hat ja auch einer von denen da Muni irgendwie. Das finde ich auch doof irgendwie. Eigentlich, die müssten nur alle Muni haben. Wenn wir mal ehrlich sind. Die haben eine ganze Knarre da liegen. Ich meine, hier ist auch Sprengstoff. Hier liegt auch Muni. Was ist das, was sie sagten? Ich glaube, in irgendeinem Brief hatten wir da mal irgendwas gelesen, dass hier sehr viel Munition rumgurkt. Irgendwo. Oder... Kann ich nicht mehr als so viel tragen? Wartet mal. Lad mal nach. Kann ich jetzt den da nehmen? Nee. Okay, dann lässt du die Waffe da liegen. Nimm nur das Magazin mit, so gesehen. Okay. Ich dachte, vielleicht habe ich nicht mehr Platz für mehr Muni. Das kann ja auch sein. Das ist ein Snack. Den nehme ich auch gerne. Was haben wir da? Nothing. Was haben wir da? Da, da, da. Pillen, okay. Da haben wir auch nichts. Gut, dann... Ich glaube, dann können wir oben weitergehen tatsächlich, aber... Ich glaube, hier unten kommen wir auch nicht groß weiter. Ich glaube, da wären wir rausgekommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn hier passiert? Cool. Liegt hier noch irgendwo Muni rum, bevor wir jetzt oben weitergehen? Ja, ich würde auch gerne Richtung Fernsehturm langsam gehen, deswegen... Hier sind wir wieder in der Bank. Okay. Lass mich raten, hier sind Infizierte. Ja, wobei, es steht offen. Also ich glaube, wenn, dann würden die das zumachen oder so und die dann einfach da drinnen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Dass sie sich nicht die Mühe machen, die zu töten, sondern sie sperren sie einfach nur ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Pillen und ein paar Scheren. Ich stand doch gerade noch auf der anderen Seite. Okay. Okay, was haben wir hier? Ey, ich schätze mal so, die Banker, die waren so beim Ausbruch der ganzen Sache. So der erste Anlauf, irgendwie einzubrechen, ne? Wo so ein bisschen alles zusammengebrochen ist, kann ich mir vorstellen, dass die Banker so die erste Anlaufstelle waren, so die erste größere. In der Hoffnung, dass das Geld nach Jahren immer noch interessant ist, was ja nicht der Fall ist. Ja, Geld interessiert hier kein Schwein mehr. Ja, und ich schätze, das wäre in Wirklichkeit auch so. Weil wen interessiert denn am Ende Geld? Ist halt nicht so klug, eine Bank zu überrauben. Da würde ich auch eher auf sinnvollere Sachen gehen. Keine Ahnung, Lebensmittel oder... Naja, Waffen zu dieser Zeit, ja. Aber hier ist es halt ein bisschen schwieriger, an Waffen zu kommen, ne? Kommt man nicht so leicht dran. So. Wir haben die Mauer jetzt überquert, meine ich, ne? Damit. Ja. Okay, cool. Kann man das hier irgendwie denn aufmachen? Was ist das denn? Ah, da können wir hoch. Okay, gut. Wartet mal. Ich will dann nur mal kurz hier oben gucken. Wir sind auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Da kommt man... Okay, auch nicht weiter. Gut, dann bleibt, glaube ich, auch nur noch die Möglichkeit über hier rein. Also einer hoch und der andere zieht hoch. Und jetzt wartet da oben einer und sie kriegt erstmal einen fetten Messer in den Kopf. Nimm meine Hand. Jo. Wo sind... Ach, da! Dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Jo. Komm. Bald da. Müssen wir über das Feld hier. Bald da. Kommt man da weiter noch irgendwie? Nee. Okay, also wir haben nur die Möglichkeit, hier runter zu hüpfen. Also, da ist ein Zahlencode. Okay, da kommt jemand. So was. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Oh, Scheiße. Oh Gott. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Explosivfallen, ja, die kennt man aber auch. Ist ja jetzt auch nichts Neues für mich.
Das Gute ist, gibt es Material hier. Die kann man eigentlich entschärfen. Oder sie zu ihrem Nutzen machen. Die Diener, ey. Kennt man. Nichts Neues, Leute. Okay. Hier müssen wir aufpassen. Also man muss sagen, die sind auf jeden Fall sichtlicher als im ersten. Im ersten war es wirklich schon eine Linie. Jetzt ist das so ein Heckmeck, so ein Drahtgewrimmel. Also man sieht es schon ein bisschen mehr jetzt. Das Muni. Au. Ich glaube, ich bin gegen die Wand gelaufen. Oh, Schrotmuni. Krass. Da ist Monaten. Ich glaube, das reicht doch. Na, Muni zu haben ist schon gut. Muni ist wichtig. Von da kamen wir, ne? Ja. Wir sind nur die andere Seite gegangen, oder? Nee, von hier kann man nicht. Was haben wir hier? Nichts. Aber man muss auch sagen, die waren nicht so häufig vertreten. Also es gab es hier, wie jetzt hier zum Beispiel, immer mal so Stellen, wo sie waren. Wie jetzt hier da, wie gesagt. Aber sie waren nicht so... Also, wenn du jetzt sagst, ich glaube, hier muss ich tatsächlich nicht aufpassen, da musstest du auch tatsächlich nicht aufpassen, dass da eine Drahtfalle ist. Wisst ihr, was ich meine? Wie jetzt zum Beispiel hier. Hier muss man nicht unbedingt von ausgehen, dass hier eine Drahtfalle ist. Hier kann man runter. Mir geht's gut. Na los. Ich hab einen dreckigen Popo. Ja. Okay. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Tja, dann schauen wir erstmal weiter, ne? Kann ich in den Panzer nochmal gucken? Vielleicht ein guter Weg, nee, mit den Horden klarzukommen. Oh. Ja, das wäre gut. Obwohl, wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, oh, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von... Auch wieder sehr weitläufig. Ganze Stadt vernimmt. Du, konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe. Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Weißt du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Hat ein bisschen was von Abby, ne? Sieht so ein bisschen einer aus, aber könnte auch nur an den Zopf liegen. Dass es irgendwie wirkt, aber... Es sieht ein bisschen danach aus. Aber ist sie die Anführerin? Das glaube ich nicht. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Pferd. Die wurden alle erschossen. Ist das das Pferd von Tommy? Hey, sieh mal. Das gehört Tommy. J. Ah. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay.
Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ja, sieht gut aus. Ja, da ist ja auch so ein kleines Manöver passiert, ne? Aber er hat sie erschossen. Oder, das ist ein Klicker. Ist das ein Beißer? Das sieht nicht aus wie ein Beißer. Das ist ein Klicker, Beißer. Hm. Oder Runner halt, keine Ahnung. Okay. Wow, okay, da hätte man auch lang gehen können. Okay, also er hat auch kein Pferd mehr. Also hat er auch irgendwie ein paar Probleme bekommen, auf alle Fälle. In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Jo. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Hier sind alle platt. Er Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich wette, er ist da durch. Jupp, sehr wahrscheinlich. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Stopp! Oh, da. Stolperdraht. Hm. Ach, shit. Kann man das jetzt entschärfen? Nee, man kann es noch nicht entschärfen. Da auch? Da auch. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ah, man kann sie auslösen, by the way. Vorsichtig sein. Wie zum Beispiel. Also ich glaube, also damals konnte man die mit Flaschen und Backsteinen und so auslösen. Wenn man wollte. Weiß nicht, ob man das jetzt hier auch kann. Das hätte ich jetzt ausprobieren müssen, aber da ich es umgehen kann, mache ich es einfach mal. Aber auch nichts drin, außer Pokale, ne? Also Pokale will ich jetzt nicht mitnehmen. Da ist... Oh, Muni. Und Alohol oder so. Wasser, keine Ahnung. Flüssigkeit. Hier haben wir wieder eine Werkbank. Okay, das brauchen wir jetzt tatsächlich aber nicht. Und hier war es das dann auch schon wieder, glaube ich. Jo, jetzt haben wir einfach so einen kleinen... Ja. Ich glaube, hier liegen nicht umsonst so viele Backsteine rum. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Was ich mich frage, ob die auch jetzt hier drin... Kann ich das nehmen? Nee. Auch Fallen gebaut haben oder nicht? Das kann ich auch nicht öffnen. Kann ich die Tür öffnen? Ja, okay, immerhin. Guck, guck. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich die Wahl. Okay, gehen wir erstmal nach links. Was haben wir da? Ein Klicker. Ist alles okay? Okay. Ja. Ja. Und ein Safe, wofür wir auf jeden Fall noch nicht den Code haben. Und Pillen. Nein, da brauchst du nicht dran. Du hast ja nicht immer einen Code, Junge. Nein, einen vierstelligen Code brauchen. Sechsstelligen Code brauchen wir. Okay, mal gucken, ob wir hier oder hier einen finden. Auf dem Klo? Da. Du willst Spaß haben. Ruf Stancy an. 206-555-013 oder 133 könnte man mal probieren, aber es wäre komisch, wenn das der Code wäre. 205-555-013. Oh, ich habe die ersten Zahlen schon wieder vergessen. Was war das? 205-555-013. Was waren die ersten Zahlen? 206. 2-0, das müsste ja dann 20 sein. 2-0-0-6-5.
6, 5, 55? Ne. Und nein. Ha. Das ist die einzige Zahl, die uns hier sieht, ne? 206 ist halt in Klammern. 206. Also 206 geht ja nicht. Man kann nur 20 und dann 6, 5 machen. Ich glaube, das ist mir tatsächlich zu hoch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung. Ich will mich jetzt auch nicht hier ewig aufhalten, wisst ihr? Also, muss nicht sein. Was war hier? Also, wir sind wieder hier, okay. Ja, dann lassen wir das mit dem Tresor. Wie gesagt, hätte ich jetzt hier noch irgendwie einen Zettel oder so gefunden, wo ein Hinweis draufsteht, okay. Aber mit der Wand, upala. Ehrlich gesagt, bis ich das, also, hätte ich jetzt die Zeit, würde ich es wahrscheinlich machen, aber ich habe jetzt auch keine Lust so lange. Ja, die sind schwerer zu sehen. Jo, vor allem, wie soll ich denn da rüberkommen? Ach so, hier rüber klettern, ne? You drüber klettern. Ach so, wir können einfach... Ah, schade. Kann man hier übers Auto? Nein. Mehr von dem Zeug. Ah, ne, die ist älter. Jetzt sind wir wieder hier. Aber wie komme ich... dann kann es aufmachen. Okay, ich dachte gerade, ich muss da doch drüber jetzt mal, aber hab's nicht geschafft. Da ist einer drin. Kuckuck. Nee? Okay. Leer. Voll meine ich. Voll. Kann ich denn eigentlich mal wieder... Nö, ich bin voll. Das sieht nicht gut aus, da sehe ich gerade. Ja, okay, da muss ich durch und da ist dann wahrscheinlich irgendwo Draht. Jep, ich hab's gerade gesehen. Okay, moddern wir uns mal hier durch. Werde auch gleich den Part beenden, in der Hoffnung, dass wir dann im nächsten Part beim TV-Sender ankommen. Aber ich glaube, das ist ja sowieso das letzte Stück. Also laut der Entfernung schien das so. Okay, hier haben sie auch wieder alles zu. Das ist so ein bisschen Rätselspaß, hä? Für Groß und Klein hier. Da ist der TV-Sender. Boah, ich dachte gerade, wer steht da? Achso, da muss ich lang. Nee. Ganz viele Glasflaschen. Ich glaube, sie wollen, dass ich es tatsächlich auslöse. Kann man nicht auslösen? Eigentlich kann man es auslösen. Die Frage ist, kann auch sein, dass ich... Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Glaubst du, das hat jemand gehört? Ja. Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Naja, aber die sind ja für Infizierte, oder? Also, latte die Hose. Gott, nicht, dass die instant gucken kommen. Denken sich, ja, ist nur wieder so ein Ding da reingelaufen. Ja, machen wir später, Alter. So, genau so denken die. Ja, das ist auch nochmal eine Flasche, also werde ich wahrscheinlich nochmal einen aus... Ja, werde ich. Nicht nur einen. Praktisch, wenn hier so viele Steine zufällig rumliegen, ne? Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Okay, hier gehen wir noch durch. Oder auch nicht. Ich muss da rein. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, wir gehen einfach rein. Okay, da lang. Vielleicht da drunter hier? Nee. Oh. Okay, was will der jetzt von mir? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Aber ist nicht so schlimm, da ich den Part jetzt sowieso gleich beenden werde, kann ich mich dann später drum kümmern. Drauf? Was war das denn? Achso, lol. Bringt wahrscheinlich nichts. Sie kommt, kann auch steigen. Doch, hier steigt sie drauf. Nee, sie springt da runter. Okay, werden wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein.